Sie suchen für Ihre Führungskräfte das besondere Teambuilding oder sind auf der Suche nach besonderen Führungskräftetrainings mit einer absoluten Nachhaltigkeit, dann sind Sie hier genau richtig. Ahoi und guten Tag! Mein Name ist Patrick Illigen und ich bin Ihr Skipper auf dem Leadership. Wenn Sie mal daran denken, wie die typische Situation auf Teambuildings, auf Weiterbildung für Ihre Führungskräfte ist, so werden wir schnell feststellen, dass es im Grunde genommen immer dasselbe Setting ist. Wir haben irgendeine Location, ein Tagungshotel, irgendeine andere Tagungsstätte, die Mitarbeiter, die Führungskräfte sind gut untergebracht. Man trifft sich aber in der Regel immer wieder im Schulungsraum, macht da irgendwelche Übungen, arbeitet gemeinsam, alles wunderbar. Am Ende des Trainings geht man nach Hause und denkt sich, okay, es war mal wieder ein Training. Am Montag in der Firma, man kommt begeistert vielleicht noch rein, dann sagen die Mitarbeiter schon, oh, mein Teamleiter, mein Abteilungsleiter war wieder auf Weiterbildung, warten wir mal ab. Ich hoffe mal, mittags wird er wieder ganz normal ticken. Das wollen wir ein bisschen anders machen. Denn die Nachhaltigkeit von Trainings, die Umsetzung, die nachhaltige Umsetzung, wie können wir die Trainingsinhalte dann auch quasi auf die Straße in Ihrem Unternehmen weiter fortführen, das ist genau der Kern unserer Arbeit. Hinzu kommt, ja, wie motiviert sind Ihre Mitarbeiter, wenn Sie sie mal wieder in Anführungsstrichen auf eine Weiterbildung schicken, vielleicht sogar noch am Wochenende. Oh, schon wieder eine Weiterbildung, schon wieder irgendwo hinfahren, ich bin nicht zu Hause und so weiter und so fort. Die Akzeptanz ist nicht unbedingt immer die allerbeste. Das wollen wir mit unserem Projekt Leadership ändern. Leadership Training, hier ist der Name wirklich Programm. Leadership Training. Unsere Trainingsumgebung sind nicht irgendwelche Seminarräume oder Schulungsräume, sondern wir nehmen Ihre Mitarbeiter, Ihre Führungskräfte, Ihr Führungsteam mit auf moderne Yachten in den Niederlanden. Dort haben wir neben der tollen Umgebung des Schiffes an sich auch natürlich eine wahnsinnig tolle Umgebung durch die Natur. Wir haben kleine Städte, wir haben Kanäle, wir fahren durch Naturschutzgebiete und das Ganze langsam, gemütlich, entschleunigend. Das heißt, selbst mit komplexen Trainingsinhalten werden wir immer wieder auch Zeiträume finden, wo Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspannen können, die Seele baumeln lassen können und so für den nächsten Trainingsabenteil wesentlich aufnahmefähiger sind. Sie sehen hier ein paar Beispiele, wie so eine Trainingsumgebung aussehen kann, wie auch die Schiffe aussehen. In diesem kleinen Video sehen Sie gerade auch, wie gemütlich wir durch die Landschaft fahren, wie die Landschaft quasi an uns vorbeizieht. Dem Thema Nachhaltigkeit widmen wir unsere ganz besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich mal vorstellen, es gibt Teambuilding-Übungen, wo man sich vorstellen soll, stell dir vor, du bist auf einer Insel, stell dir vor, du bist auf einer Brücke, auf einem Steg, rechts und links ist ein gefährlicher Fluss, wie auch immer. Sie kennen vielleicht diese Übungen. Da wird dann meistens im Trainingsraum irgendwas simuliert. Da ist der Teppich dann der Steg. Da ist irgendein Bereich, im Nebenraum ist die Insel. Wir gehen den Schritt weiter. Wir nehmen Ihre Mitarbeiter mit auf eine Insel und holen die da natürlich auch wieder ab. Wir nehmen Ihre Mitarbeiter mit auf einen Steg. Auf diesem Steg bekommen die dann die Augen verbunden und werden von ihren Lehrgangsteilnehmern rübergeführt. Das ist im Grunde genommen dieselbe Übung wie an Land im Trainingsraum, nur der Einsatz, die Nachhaltigkeit ist viel höher. Wer weiß noch die genauen Inhalte einer Übung, die ich vielleicht mal vor 5 oder 6 oder 7 Jahren gemacht habe?
Wir wissen, Teilnehmer, die bei uns schon mal hier in so einer wundervollen Atmosphäre waren, die brennen dafür, die sind begeistert, die werden noch über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg erzählen, weißt du noch, damals, als wir mit unserer Truppe, mit unserem Team hier auf der Insel irgendwo im Snekermeer oder wo auch immer eine Übung gemacht haben, war das nicht toll? Das war doch mal richtig tolles Teambuilding. Natürlich bieten wir für Ihre Lehrgangsteilnehmer denselben Service an wie jedes Tagungshotel auch. Das bedeutet, nach dem Eintreffen der Teilnehmer an der Trainingslocation, das wird in der Regel ein kleines Hotel sein, direkt im Bereich des Anlegers, werden wir abends schon mit den Teilnehmern an Bord sein. Es findet die obligatorische Sicherheitseinweisung statt und ab dann sind Ihre Mitarbeiter in ein komplettes Servicepaket, ja, werden von uns quasi verwöhnt. Die komplette Verpflegung, Getränke, Tagungsgetränke, aber auch die Verpflegung abends bei entsprechenden Abendveranstaltungen, die im Training mit enthalten sind, sind natürlich komplett mit dabei. Geschlafen wird übrigens nicht an Bord, sondern je nach Kundenwunsch, je nach Paket, was Sie buchen, bringen wir Ihre Mitarbeiter selbstverständlich in hochwertigen Unterkünften an Land unter, sodass auch da ein entsprechender guter Mehrwert für Ihre Mitarbeiter gegeben ist. Thema Variabilität. Wir bieten Ihnen mehrere, sagen wir, konfektionierte Angebote an, fertige Trainings, die über 2,5 Tage circa gehen, mit verschiedenen Modulen, die wir vorgeplant haben, die schon gewissermaßen fertig sind. Natürlich planen wir aber jedes Mal mit Ihnen einen ganz individuellen Trainingsablauf. Auch Trainingsinhalte können wir mit Ihnen selbstverständlich abstimmen. Die Besonderheit, wir machen diese Trainings auf Kundenwunsch nicht nur in deutscher Sprache, sondern, sofern Sie zum Beispiel ein internationales Team haben, selbstverständlich auch komplett in englischer Sprache. So, wenn ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe und Sie schon darauf brennen, einen Boarding Pass auf eine der nächsten Touren des Leaderships zu buchen, dann freue ich mich sehr über Ihre Anfrage per Mail. Die Mailadresse wird gerade hier eingeblendet und vielleicht kann ich Sie auch bald mit meinem Team zusammen an Bord des Leadership Trainings begrüßen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin eine schöne Zeit. Ahoi!